Wir sind im Kampfdojo, haben hier vier Trainer anscheinend. Ach, die hätte man gar nicht besiegen müssen? Ganz schön frech von dir, dich einfach so in unser Kampfdojo einzuschleichen. Hey ja! So, ein Razav. Auf geht's im Salar. Ja, das Kampfdojo ist jetzt hier, das ist echt easy. Durch das Simsala ist das halt einfach sowas von lächerlich. Wobei selbst mein Glurak würde das besiegen. Also mit Glurak würdest du auch nur mit Flügelschlag jedes Pokémon one-hitten einfach. Meine Fäuste kennen keine Angst, nichts ist ihnen zu hart. Och nein, komm, das ist aber jetzt zweideutig. Ich übe mich täglich daran, Felsen mit bloßer Hand zu zerschmettern. Hey ja! Hey ja! Tatsuma. Oh, er hat einen Georock. Jetzt habe ich schon Angst. Das ist jetzt für Simsala nicht so cool. Bei Georock hat wenig Special Def, das heißt, das könnte trotzdem klappen. Probieren wir es mal. Danke für den Follow-Stricher. Vielen, vielen Dank dafür. Willkommen in der Community. Autsch, jetzt habe ich mir eine Prellung geholt. So, die nächsten zwei noch und dann können wir endlich gegen den Meister spielen und uns ein Pokémon aussuchen. Du scheinst sehr gut zu sein. Zeig mir, was du kannst und halte dich bloß nicht zurück. Hey ja! Ein Quapuzzi. Auch das sollten wir relativ einfach wegmachen können. Was? Was? Das lebt noch? Dann einmal noch Nachtnebel. Der Nachtnebel schaut ja schon ganz cool aus als Attacke, finde ich. Schiedsrichter, da gibt es, das gibt einen Punkt für meinen Gegner. So, jetzt mal den nächsten Schwarzgurt noch, den letzten. Hey ja, stopp, zieh deine Schuhe aus. Okay, das ist ein großes Problem. Also ich mache hier einen nach dem anderen fertig und das große Problem ist, dass ich meine Schuhe anhabe. Muss man auch erstmal drauf kommen. Oh, ein Maschok. Maschok fand ich nie so cool. Ohne Witz, ne? Also Maschok und Maschomai und auch Macholo. Ich weiß nicht, das war nie meine Pokémon. Da finde ich Mankey und Razor viel cooler. Ich gebe auf. Willkommen im Kampfdojo. Ich bin der Karatemeister und zuständig für die Ausbildung der Schüler. Hey, ja! Wenn du nach einer Herausforderung für Körper und Geist suchst, bist du hier an der richtigen Adresse. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich unter keinen Umständen zurückhalte. Hey, ja! Oh, er hat ein Quappo. Das ist jetzt sehr schlimm, dass er ein Quappo hat. Kommen Sie mal. Wobei, warte mal, das ist Psycho-Kampf, oder? Ist das Psycho-Kampf? Nee, ne? Kampfwasser müsste es sein. Aber der Body Slam sah geil aus. Beim Relax ist das bestimmt mega. Relaxe macht dann ja wirklich platt dann. Ah, ich wurde geschlagen.
Ich bin dir eindeutig unterlegen. Doch ich flehe dich an, das Emblem unseres Kampfdojos nicht als Trophäe mitzunehmen. Stattdessen biete ich dir eines meiner wertvollen Pokémon an. Bitte, du darfst die auch völlig frei wählen. Ja. Und wir nehmen natürlich Kikli. Weil ich Kikli finde ich cooler als Nocturne. Ich weiß nicht warum. Ich meine, Kikli hat keinen Mund, keine Nase und sieht aus wie Radiergummi mit Beinen oder sowas. Aber trotzdem mache ich Kikli lieber als Nocturne. Hey, ja, du entscheidest dich für Kikli. Du hast trittstarke Pokémon. Ja. Tritt ein Kikli zu, wird die Unterseite seines Fußes im Moment des Aufpralls hart wie ein Diamant, so zerschmettert es seinen Gegner. Ja genau, ich finde auch, dass Nocturne total dumm designt aussieht, aber gut. Bevor wir das Kampf-Dojo verlassen, jetzt alle nochmal einmal zusammen. Hey, ja! Anting, wir können demnächst nochmal tauschen und dann gucken, welche Pokémon fehlen. Ich würde jetzt so ein bisschen weiterspielen und dann irgendwann können wir nochmal gucken, welche Pokémon uns fehlen und dann die Pokédex-Einträge tauschen. Und vielen Dank für deinen Brief. Ich möchte dich so schnell wie möglich treffen. Hey, mein Brief geht dich gar nichts an. Die Nachmacherin ist echt, ich habe gehört, dass sie ein großer Pipi-Fan ist. Wenn ich mal eins fangen sollte, werde ich es jetzt gleich zeigen. So, können wir eigentlich hier in die Surfkurs schon reingehen oder brauchen wir erst einen anderen Ordner? Oh, pass auf, wo du hintrittst, du Trampel. Also es ist doch die Höhe, lass uns gefälligst durch. Nein, nein, nochmals nein. Ich nehme meinen Wachdienst ernst und ich habe strikte Anweisungen. Kein Zutritt für Unbefugte. Unbefugt? Na hör mal, wir gehören doch zum selben Team. Jetzt reicht's. Meine Grid ist am Ende. Da hast du deine Befugnis. Jesse, warte auf mich. Blub, sieht aus, als wäre er völlig weggetreten. Ja, dann gehen wir einfach mal rein und gucken, was uns hier erwartet. Hey, du da! Tut mir leid, aber in unserer Firma geht es im Moment etwas turbulent zu. Für Kinder ist es hier einfach zu gefährlich. Ach, jetzt haben sie sich doch nicht so. Eine kleine Besichtigung ist doch sicher drin. Da ist Blau. Auch genannt Gary. Oh, das ist doch Blau. Ich weiß nicht, wie man darauf kam, denn einfach mal den Namen Blau zu nennen, ne? Und Rot. Also, warum hat man ihn nicht einfach Gary benannt oder wie auch immer? Mario, ich hab dich schon gesucht. Was machst du denn hier? Nun, der Team Rocket hat, es heißt, das Gebäude wurde besetzt. Als hätte ich's geahnt. Die Typen von Team Rocket führen immer und überall nur Böses im Schilde. Du triffst den Nagel auf den Kopf, Herbert. Langsam wird es Zeit, dass jemand die Pläne dieser Verbrecher ein für alle Mal durchkreuzt. Ganz meine Meinung. Gut, dann sollten wir gleich mal besprechen, wie wir das anstellen. Also der Plan lautet wie folgt. Mario, du nimmst dir diese Loser von Team Rocket zur Brust und vertreibst sie aus dem Gebäude der Surf Company. Alleine könnte das allerdings etwas gefährlich werden, also sollte Herbert auf dich hier auf jeden Fall begleiten. Einverstanden? Klingt gut. In der Zwischenzeit werde ich ganz Kanto nach Team Rocket durchforsten und mir jeden Rüpel vorknüpfen, der mir in die Quere kommt. Vielleicht schaffe ich es so rauszufinden, wo sich ihr Boss rumtreibt. Außerdem werde ich in der Pokémon-Liga einen Besuch abstatten und den Obermotzen dort von Team Rockets Machenschaften erzählen. Geniale Idee, vielleicht helfen ja sogar die Top 4. Wer weiß, dann könnten wir uns jetzt eigentlich auf den Plan in die Tat umsetzen, aber zuerst... Mario, Herbert, bevor ich euch zwei Grünschnäbel hier einfach allein lasse, muss ich mir sicher sein, dass ihr überhaupt das Zeug dazu habt, euch mit diesen Typen anzulegen. Was? Wir kämpfen. Mist Schnupper, wer von euch anfängt, zeigt mir, was ihr drauf habt.
Wenn es mir gelingt, Blau zu besiegen, sollte ich wohl stark genug sein, Knogger zu rächen. Mario, kannst du anfangen? Ich muss nochmal mental vorbereiten. Boah, Herbert, du bist so eine Pussy, ey. Ohne Witz. Du willst also als erster gegen mich antreten, Mario? Hast du das auch gut überlegt? Ja. So gefällt mir das. Dann auf geht's, Mario. Boah, was ist Herbert nur für eine Pussy? Der kann einfach mal nichts. Der ist für nichts zu gebrauchen, außer eine totale Nervensäge. Oh, Kokowal. Ja, oh, Level 38. Das ist aber gar nicht mal so übel. Ich hoffe, dass das mit dem Pokémon-Wechsel jetzt nicht dazu führt, dass wir Glurak besiegt bekommen. Also, dass Glurak besiegt wird. So muss es richtig lauten. Und einmal der Flügelschlag. Unser Glurak ist einfach mal so übel, das weicht jede Attacke aus. Also so wird das nichts blau. Was, der hat einen Glurak? Oh mein Gott, er hat einen Glurak. Jetzt bin ich aber total erschrocken. Vielen Dank fürs Follow, Sam Gaming. Herzlich willkommen bei mir. Ich hoffe, du hattest bisher ein schönes Wochenende. So, Blubstrahl. Oh Gott, das Schluck ist viel zu schwach. Dann müssen wir es anders machen. Ich habe eine viel bessere Idee. Der Luftschnitt ist echt stark. Aber wir kamen ja Blubsauger. Unser Evoli ist ja ein Multitalent. Ich möchte jetzt aber mal die neue Attacke ausprobieren, und zwar Knisterladung. Okay, die sieht aber mal echt unspektakulär aus. Da habe ich mir mehr erhofft. Von einem Trainer aus Alabaster hätte ich auch nichts anderes erwartet. Was, 11.000 Pokédollar? Wie krass. Puh, wow. Wenn wer bereit dazu ist, es mit Team Rocket aufzunehmen, dann du. Bei dir ist die Silph Company in sicheren Händen. So, jetzt bist du an der Reihe, Herbert. Los, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hui, ich habe vom losen Zugeschehen schon ganz weiche Knie bekommen. Bei dem Blick in den Augen seiner Pokémon wird einem ganz mulmig, aber ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Geh du ruhig schon mal vor, Mario. Alter, was kann der eigentlich? Was kann der Herbert eigentlich? Mal ernsthaft. Also ist ja, sorry, aber der überall würde er mich begleiten und dann ist er irgendwo anders und bleibt hinter mir und ich soll immer vorgehen. Wo ist der Sinn? Wo ist das eigentlich? Ich brauche noch einmal das Pokémon Center. Mag eigentlich auch. Ich meine, es ist so unnütz einfach. Hyperbälle haben wir. Können wir 140 kaufen. 141 waren es. Verkaufen machen wir ein andermal alles. Ist hier irgendwas Wichtiges? Sagt die Einzelhörer live von den Top 4, ist eine Nummer für sich. Sie ist so cool, dass sie ihre Gegner mit ihrem eisigen Blick anfrieren konnte.
Kennst du Major Bob aus der Arena von Orania City? Ich bin sein größter Fan. Warst du aus ein Autogramm von ihm? Da wäre ich ja grün von Neid. Oh, kann ich ihm ihr das nicht geben? Ich brauche das eh nicht. Offenbar ist der Arena-Leiter von Vertania City ein einziges Mysterium. Niemand weiß, wer es wirklich ist. Das macht mich total verrückt. Ich muss es unbedingt wissen. Bruno von den Top 4 ist mein Vorbild. Seine Kampfattacken sind unschlagbar. Sein Sixpack ist das härteste in ganz Kanto. Sein Bizeps ist so groß wie ein Berg. Ich gelobe zu trainieren, bis ich so gut bin wie er. Also ein Bizeps wie ein Berg möchte ich ja nicht haben. Also mal ganz ernsthaft. Ist hier irgendwo ein Pokémon Center? Ach, hier unten war doch eins, oder? Bevor wir gleich die Top 4, die Silph Code retten, möchte ich wenigstens hier meine Pokémon nochmal heilen. Und dann mal weiter gucken. Haben wir die Leute eigentlich angequatscht im Pokémon Center? Ich glaube nicht. Warte, sag nichts. Ich weiß, was du suchst. Ich sehe es deutlich vor mir. Du willst das hier, stimmt's? Hi Sam Gaming, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest bisher einen entspannten Samstag. So, dann gucken wir nochmal kurz ins Pokémon Center, was die guten Damen und Herren dort zu sagen haben. Ich komme aus Alola und bei mir dreht sich alles um Raichu. Wenn du ein Raichu aus Kanto besitzt, dann tausche es doch bitte gegen mein Exemplar, okay? Man bekommt einige Alola-Formen wirklich dann noch hier getauscht. Die Silph Company ist jedem ein Begriff. Kein Wunder, dass auch diese Gauner von Team Rocket auf sie aufmerksam wurden. Pokémon wachsen je nach Art unterschiedlich schnell heran. Danke für diese große Auskunft. Ja, ich hatte bisher auch einen gemütlichen Samstag. Danke der Nachfrage. Du siehst, bin ich hier ganz schön weit gekommen mittlerweile. Also, doch, wir haben einiges geschafft heute schon. Gefällt mir sehr gut. Ich fühle mich wunderbar, wenn ich etwas Böses tue. Und, ne, war schön. Gehen jetzt einmal rein. Da stehen die zwei immer noch und starren sich an und trauen sich nicht zu kämpfen. Da ist die Treppe. Sonst ist hier aber nichts zu sehen oder zu finden. Das heißt, wir speichern hier nochmal, bevor wir da hochgehen.